Willkommen zu einer neuen Runde von Pioneers of Pagonia. Und mir läuft die Suppe. Nicht nur, dass die Wärme von draußen ordentlich ist, kommt natürlich hier Scheinwerfer, Monitore, Computer und so weiter, alles zusammen. Und ich sitze hier wirklich wie in einer Sauna, dann werde ich ständig noch von irgendwelchen kleinen Fliegen angegriffen. Also eine, nicht mehrere, eine, die hier ständig rumfliegt und meint hier irgendwie Stuka-Angriffe auf mich durchführen zu müssen. Das ist der Aufnahmen hier unter erschwerten Bedingungen oder so. Okay, nicht meckern, tun ist hier angesagt. Ja, ich hatte ja überlegt, eventuell vielleicht hier irgendwo waren Fische, die man angeln könnte. Hier so. Und wäre vielleicht keine schlechte Idee, diesbezüglich vielleicht was in die Wege zu leiten. Um es mal so ganz kompliziert auszudrücken. Nahrung. Sammelhütte kann ich ja nicht, habe ich ja nicht, geht noch nicht. Ah, sie Schöte. Ja, dann würde ich sagen. Achso, nee, wenn dann so rum. Genau, da haben wir. Oh, gar nicht mal wenig. Hier haben wir einiges an Fischen rum existieren. Also noch. Dann setze ich da doch mal so die Fischerhütte hin. Wie sieht es jetzt hier so wegetechnisch aus? Da wird nichts gehen. Könnte ein bisschen schwierig werden. Einen Augenblick. Pirsch mich da mal so an. So, hier geht auf keinen Fall. Da ist alles dicht. Pirsch mich hier mal so an. Mach mal hier so die Runde drumherum. So. Ja, geht. Ist jetzt nicht die Bombe, aber geht. Besser als nichts. So, dann hätten wir hier halt die Möglichkeit, Fische demnächst zu angeln. Wasser ist mehr so in dieser Richtung. Moment mal, was haben wir denn hier? Forelle, Hering. Forelle nicht, Hering in dem Fall. Dann könnte ich natürlich auch dann entsprechend hier noch einen weiteren Markt anbieten. War das der? Jo. Ein Marktstand kann dazu kommen. Den könnte ich dann hier hinsetzen beispielsweise. Hier wird ja Brot angeboten. Im Augenblick noch nicht, aber kommt demnächst. Hier wäre es dann Fisch. Und das wäre dann der Hering. Genau. So, sehr schön. Damit wird die Angebotspalette an entsprechender Nahrung etwas größer. Was ja nicht verkehrt ist. Hier wird schon eifrig Korn gemahlen, zum Mehl verarbeitet. Das hier schon jetzt bei der Bäckerei ankommt. Da fällt mir was ein. Ich habe was vergessen. Moment, hab ich genügend Wasser? Wasser, wo sehe ich das? Wo ist hier Wasser? Was hier eigentlich? Hungrige Minen. Achso, ja, aha, bald verfügbar. Ach, die haben wir noch gar nicht. Handelsträger haben wir auch noch nicht. Wo ist denn hier das Wasser? Ich sehe hier alles, nur kein Wasser. Schwierig. Ich gehe mal davon aus, wir haben genug. Ansonsten brauche ich einfach nur noch einen Brunnen. Ich sehe es tatsächlich nicht. Hier Nahrung, alles irgendwie. Hier auch. Ist das Mehl, okay. Ach da, 106. Ja, das dürfte 107 jetzt. Also das dürfte reichen. Ich könnte natürlich hingehen und sagen, ich brauche noch irgendwo einen Brunnen. 4 habe ich. Ach so, genau, ja, das war das Problem. Den klasse ich, glaube ich, da vorne. Ja, ich entsinne mich dunkel wieder. Ja. Nee, alles gut. Dann ist diese Geschichte erstmal soweit abgehakt. Mit den Holzfäller. Ah ja, die hatte ich da in Auftrag gegeben. Genau. Die sollten da fällen. Ja, dann mache ich den Pinräuber auch hier hin. Wie soll man hier so die restlichen Bäume wegruppen? Und dann wird das hier genauso gehandhabt wie da. Das wird noch eingelagert, was die dann so haben. Und ansonsten ist gut. Ich sehe das gerade. Ich habe hier so einen Überschwang an Holz. Hä? Moment mal. Wieso ja mal nicht? Was ist da los? Muss ich den ja wieder in Betrieb nehmen?
Oha, habe ich dafür Leute? Sollten eigentlich vorhanden sein. Ja, da kommt was. Habe ich für den Fall, dass die neue Leute benötigen, genügend Äxte. Daran könnte es unter Umständen scheitern. Holzwerk. Stopp. Ist nicht richtig. Ich brauche die Werkzeugschmiede tatsächlich. Mach du mal so zwei Äxte auf dem Dach. Eine Axt hatte ich, glaube ich, noch. Wie sieht es überhaupt aus? Alles noch im Bau. Okay, oder in Produktion vielmehr. Nicht im Bau, in Produktion. Komme ich besser. Sozusagen. Wie sieht es denn hier aus? Wir hätten davon fünf, davon hätte ich drei. Ich mach mal auf Verdacht. Das ist jetzt eine wilde Mischung. Hier fünf von den Leuten. Da haben wir 10 rum existieren. Da haben wir 10 rum existieren. Hier haben wir im Augenblick nur 2. Es könnten 5 dazukommen, dann wären es immerhin 7. Habe ich beispielsweise. Oh, das geht auch. Dann nehme ich nochmal 5 davon. Und dann schaue ich mal. Holzwerkstatt. Der will noch 4 machen. Mach mal 10. So. Okay. So, wie sieht's hier aus? Habe ich da noch Leute rum existieren oder sind die schon wieder alle tot? 8. 8 sind es. Wo habe ich die entsprechende Einrichtung? Wohnhaus hilft mir nicht weiter. Abenteuergilde war das richtige Wort. Habe ich. Jo, ist vorhanden. Mach mal so 5. So. Fünf weitere Wohnhäuser wären nett. Mal Bevölkerung. Da. Kriege ich noch ein paar Wohnhäuser hier hin. Eins könnte ich hier hinsetzen. Das wären dann schon mal 2. Keine Wege möglich. Das geht nicht, aber hier habe ich die Möglichkeit. 1, 2 habe ich. 3, 4, 5. So. Einfach mal so. Fischhütte ist im Bau. Okay. Ja, Werkzeug herstellen ist gut. Gut und schön. Silbertagbau ist auch gut und schön. Das sind immerhin schon mal 5. Aber da geht noch mehr. Sobald ich hier auch auf 10 bin, würde ich ganz gerne hier mal guten Tag sagen. Erstmal eine guten Tag sagen, gucken, was machbar ist, was nicht machbar ist, damit ich endlich hier mich entsprechend ausweiten kann. Das würde mich sehr freuen. Sagen wir es mal so. Das würde mich sehr freuen. Was man auch noch machen könnte, wäre vielleicht nicht verkehrt. Vielleicht hätte ich das schon mal eher anstoßen können sollen. Grundspiele? Nein. Ja. Das ewige Gesuche. Moment mal, wo waren die denn jetzt wieder? Lagerhaus. Handelslager. Es ist zum Verrücktwerden. Ich kann mir das nicht merken. Ist aber auch ein bisschen uneinheitlich gelöst, würde ich mal behaupten wollen. Bergwerk ist eindeutig nicht richtig. Da auch nicht. Da dürfte es auch nicht sein. Bleibt ja nicht nur der Bereich. Baustellencamp. Erkundung. Ach hier, Militär. Ja, Militär. Oh, ja, bei. Ja, okay, macht auch Sinn. Stimmt. Dann könnte man hier nämlich ein Militärcamp hinsetzen. Nicht ganz verkehrt ist. Was ist denn hier los?
Sind die so aufgeregt? Haben die Besuch bekommen von irgendjemandem oder was? Wie sieht es mit der Schmelzhütte aus? Okay. Wie sieht es mit dem Kohlebedarf, so also mit der entsprechenden Menge von Kohle aus? Okay. Eisen? Ist nicht Eisen. Da habe ich Eisen. Kann ich es wagen, eine zweite Schmelzhütte dahin zu setzen? Also brauchen würde ich die dringendst. Ich mache das einfach mal. Mehr als schief gehen kann ich. Sagte er und verlor. Bergbau. Oh, irgendwie. Nee. Schmelzhütte. So. Moment. Hier geht nichts. Aber hier. Hätte ich vielleicht schon längst machen sollen, keine Ahnung. Ich bin da mir ein bisschen vorsichtig, vor allen Dingen, man weiß ja nie, ne, wie lange kommen wir mit den Ressourcen aus. Es reicht alles nicht für die Ewigkeit. Und auf der anderen Seite, ich brauche halt dringend das Eisen. Ist halt so. Seht ihr ja selber. Ich komme sonst überhaupt nicht voran hier. Die Werkzeugschmiede hat nichts mehr zu tun. Wie sieht es denn mit den Werkzeugen aus? Der hat es mir gerade, es gibt keine Äxte mehr. Da kommen dann, mach einfach mal 5 Äxte, fertig, auf was soll der Geiz. Zangen, ja. Auf jeden Fall 5. Zangen, dann alles andere geht erstmal so. Ja, Sägewerk arbeitet vor sich hin. Holzwerkstatt. Oh, da sind jetzt nur noch die Holzschilder. Ich mach dann mal nochmal so 10. Da jeweils 5 erstmal. Und dann schon mal weiter. So, maskierter Dieb wurde enttarnt. Okay. Immerhin. Oha. Und ich bin hier bei 10. Das ist schön. Sehr erfreulich. Diese kleine Fliege, ne? Das ist immer eine. Das ist immer eine, die hier rum existiert und stört. So, Wohnhäuser sind im Bau. Was ist hier los? Fischerhütte. Ach, die sind schon fertig. Ach, die sind angeln schon. Oh, sehr gut. Cool. Sehr schön. Das erfreut mich. Das erfreut mich. Einen Moment. Wie haben wir es jetzt hier mit unserem Wachturm? 7. Oh gut. Ist das so? Wir hätten anzubieten 2 Eisenschwerter. Und wir hätten genügend Holzschilder. Wie sieht es hier mit der Rüstungsschmiede aus? Ein Eisen ist unterwegs. Ich gehe hier trotzdem mal in beiden Fällen mal auf 5. Ganz vorsichtig. Okay, es ist ein entsprechender Eisenbarren jetzt unterwegs. Wie, die Waffenschmiede hat nichts zu tun. Das kann gar nicht sein. Und wie du zu tun hast. Jetzt Eisenschwerter, ja, geht doch mal direkt auf 20 und dann vielleicht noch mal so 5 bis 10 von diesen Bronzenschwerter, einfach damit ich die in Reserve habe für den Fall des Falles, bevor ich überhaupt keine Soldaten habe. Jo. So, da wird im Augenblick das Militärcamp hochgezogen. Wir hätten Holzsperre, sprich, ich kann hier noch so ein paar
Wachen rekrutieren. Alles andere muss erstmal warten. So, da werden jetzt einfach die Bäume gefällt. Oh nee, der soll sich ruhig austoben. Der soll alles fällen. Die anderen, genau, alles klar. Gut, dann läuft das hier mit der Holzproduktion soweit zufriedenstellend. Apropos Holzproduktion, ich glaube, die sind fertig. Die können sich zurückziehen. Im Pinorik setze ich nochmal hier so hin. Weil hier ist nichts mehr mit Holz. Hat sich erledigt. Die werden aber noch einiges auf Vorrat haben. Jo, alles gut. Wie sieht es mit der Schmelzhütte aus? Die entsprechenden Materialien sind komplett. Das Teil steht kurz vor der Fertigstellung. Und wird sie hoffentlich dann auch bald ihre Tätigkeit aufnehmen können. Und hier zusätzlich halt Eisen produzieren. Ich muss mal ganz kurz die andere Schmelzhütte mir anschauen. Ja, das sieht gut aus. Alles klar. Achso, das war der Goldbarren. Gut. Gut, gut, gut. Also ich bin hier mit unserem Dorf soweit ganz zufrieden. Also wir haben die Dinge, die wir benötigen, haben wir alle bauen können. Wir sind hier auf, sag mal, kompakten Raum konzentriert. Nach Möglichkeit, ohne hier die Werwölfe allzu schnell auf uns aufmerksam zu machen. Gut, wir haben immer mal wieder Probleme mit besagten Dieben und Banditen, aber das ist Kinkerlitzchen gegen die Werwölfe und auch Kinkerlitzchen gegen dem, was uns sonst noch so erwarten könnte. Ich habe noch gar nichts. Gut, ich habe 3 Eisenschwerter, 4 ist in Arbeit. Ansonsten, ich habe noch keine Kettenrüstung, noch keine kleine Schilder und nichts. Na gut, die Produktion wurde auch gerade erst von mir gestartet. So, Rüstungsschmiede, alles klar. Was ist hier mit der Waffenschmiede? Priorität kann ich, glaube ich, ausnehmen. Das ist erstmal, ich lasse die erstmal hier auf normale Prio weiterlaufen. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Ja, entsprechende Materialien werden geliefert. Okay, okay, okay. Das heißt, hier ist so ein totes Gebiet, ist natürlich ärgerlich, aber da habe ich mich gepinnt. Damals war es. Naja. Oh nein, was mache ich? Weg. Ich dachte, dass ich die Holzfällerhütte ja doch noch brauche. Aber der Kollege hier mit seinem Forsthaus ist da wesentlich effektiver in der Produktion als gedacht. Was nicht verkehrt ist. Ich meine, Holz brauchen wir ja auch immer. Alles gut. Achso, wie sieht es hier mit dem Wachturm aus? Was sagt er? Immer noch 7. Ja klar, wo sollen sie auch herkommen? Wo sollen sie auch herkommen im Augenblick? Da sind auch noch irgendwo Banditen. Irgendwo hier. Keine Ahnung. Das können nicht nur die sein. Es müssen ja noch andere rum existieren. Ach, hier. Nee, das ist das Diebeslager. Ah, gut zu wissen. Okay. Ja, die Mondschluchten. Die machen mir noch Kopfzerbrechen. Für die mache ich jetzt hier mehr oder weniger diesen ganzen
Aufriss und ganze Geschichte hier von wegen, ne? Dass wir hier mal so langsam, aber sicher weiterkommen können. Und ja, ich bin auf eine gewisse Sicherheit bedacht. Ich will hier nicht irgendwie zu viele Leute verbraten für nix und wieder nix. Ich meine, das kann passieren, ja, damit muss ich rechnen, bei der Anzahl der Banditen, die hier rum existieren. Aber trotzdem will ich versuchen, hier das Risiko für meine Leute zu minimieren, damit ich die Ressourcen, die ich habe, entsprechend einsetzen kann und nutzen kann. Ich mache mal Folgendes, ich mache hier oben auf 5. Egal, auch wenn das hier noch nicht reicht, aber die Sachen werden ja kommen. Ich habe immerhin schon mal 5 Eisenschwerter rum existieren. Und alles andere muss halt noch geliefert werden. Aber dann habe ich hier die Chance, die noch fehlenden Leute zu bekommen. Es sind ja nur noch 3. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns dann halt vielleicht in der nächsten Folge ein wenig mit diesen Leuten da beschäftigen können. Endlich. Hat ja lange genug gedauert. Aber die Dinge brauchen halt alle so ihre Zeit. Übers Knie brechen ist nie gut. Gerade hier bei solchen Spielen, man sollte da schon mit entsprechender Bedacht und Geduld an die Sache rangehen. Auch wenn es vielleicht euch an die Nerven geht, aber ich bin da immer sehr auf Vorsicht bedacht. Vielleicht ein bisschen zu viel, kann sein, möglicherweise, aber ich bin so. Ja, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für eure Begleitung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für dein Begleiten. Hilft mir sehr. Ich würde mich da natürlich auch über entsprechende Likes, Abos und Kommentare wünschen. Alles sehr gerne gesehen hier auf meinem Kanal und tut euch da keinen Zwang an. Abo kostet nichts. Auch ein Like kostet euch im Prinzip nichts. Es sei denn, es gefällt euch so überhaupt nicht, was ich hier mache. Das könnt ihr mir dann aber auch in den Kommentaren in freundlicher, gesitteter Form mitteilen. Und wenn ihr konstruktive Kritik habt, auch die ist hier immer willkommen. In dem Sinne, macht's gut und genießt die Zeit.